Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Rätselkreuzwort-Rätselrunde. Nein, ja, es ist mal wieder so. Was ist das denn? Ich habe irgendwo geklickt und das seht ihr jetzt gerade nicht, aber ich klicke hier irgendwo hin und es ploppt was auf. Moment, ich mache mal die Cam aus kurz. Das ist ja interessant. Ich glaube, dann seht ihr es auch. Nee, tatsächlich nicht. Das ist ja komisch. Woran könnte das liegen? Das Ding ist, wenn ich hier hinklicke, genau hier, dann ploppt da was auf und zwar steht da Frauen/Männer, darunter Frauen und dann Männer. So eine Auswahl ist das. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und ihr könnt es ja leider nicht sehen. Moment, da muss ich mal schnell... Blub, blub, blub. Dann mache ich mal schnell meinen, mache ich mal, das will ich schnell nochmal zeigen. Ich will zeigen, dass ich nicht verrückt bin. So. Kleinen Moment. Bildschirmaufnahme. Ja. Die nehmen wir jetzt einfach mal. So. Das ist meine Bildschirmaufnahme, die ich jetzt gerade mal schnell erstellt habe, nur um euch das zu... Huch! Ich klicke irgendwo hin und es geht auf einmal ein... Warte mal. Also, hier sind Sachen. Ist das durch meinen Adblocker? Es ist ja... Hier, guckt. Ich klicke einfach... ich klicke einfach irgendwo in eine freie Stelle. Also, einerseits gibt es hier anscheinend Links, auf die ich klicken kann, die ich nicht sehen kann. Und ich sehe hier einfach mal, wenn ich... ich habe da gerade zufällig geklickt und das ist gerade aufgetaucht. Das war jetzt nicht geplant oder so. Aber hier ist eine Auswahlliste mit Frauen, Männer. Wahrscheinlich ist das irgendwie sowas, so eine Art Dating-Ad, die hier irgendwo steht. Naja, gut, wollte ich euch nur mal gezeigt haben, so als Einstieg. Eigentlich hatte ich gar nicht vor, irgendeine Art Intro zu machen, aber jetzt ist es passiert, tut mir leid. Ja, und gucken wir mal, was ist denn der Strom? Ein Strom zur Nordsee. Weiß ich gerade noch nicht. Rückenpartie. Was nennt man Rückenpartie? Machen wir erstmal das Eigelb. Eigeld. Oh, warum gebe ich Eigeld ein? Das ist ein freudscher Verschreiber gewesen. Ganz sicher. Ganz sicher. So, Kugelspiel ist Kegeln. Binärzeichen ist ein Bit. Lateinisch vor Ante. Ja. Okay, Widersacher ist ein Gegner. Mhm. Je. Ich weiß ja nicht. Könnte die Elbe sein, ja. Und dann haben wir hier die Lände. Und dann passt das ganz gut. Antriebskraft. Gas. Man kann ja Gas geben. Gebiet nach der Grenze. Ausland. Wow. Abels Mutter war dann wohl Eva. So, und das Verzeichnis ist, weiß ich gerade noch nicht. Sehr schnell. Rapid? Nein. Rapido! Passt rein, ist aber leider nicht die richtige Sprache. Dann haben wir hier erstmal, huch, Unrat. Safe. Ist ein Tresor. Mhm, ja. Römische Zahl 3 ist ja easy. Also ist I ist es. Herausgeber ist der Editor. Ja. Sehr schnell. Rabiat. Nein. Allgemeiner Studentenausschuss ist natürlich Asta. Mal wieder. Dann haben wir hier Aas. Robast. Nein. Okay. Verzeichnis. Was ist denn das noch? Ich überlege gerade. Sicherheitseinrichtung beim ASR? ASR, ja. Rasant meinen die. Ah. So, und hier ist eine Liste einfach nur gemeint. Wow. Zu lokalisieren. Ortbar. Ja. Dort. Für lateinisch dort. Okay, weiß ich noch nicht. Hetze. Jagd. Ich vermute mal, die meinen eine Jagd wieder. Was? Diesmal nicht?
Ich habe da mal Hass eingegeben und das war nicht richtig. Ist es immer noch nicht, das ist schön. Dann habe ich. War das dann keine Jagd? Eine Hetze? Treibjagd oder so? Gelingen. Weiß ich noch nicht. Männliches Schwein machen wir erstmal. Das weiß ich, denn momentan befinde ich mich sogar in dem Wald, wo es die gibt. Nein, ich befinde mich in einem Haus eigentlich. Gewehrtyp. Repetiergewehr? Nee. Uzi. Irgendwas mit T hinten dran? Nein, auch nicht. Ein Messstab ist eine Latte. Nein, eine Messlatte ist es nicht. Pazifischer Inselstaat. Och Mann, oh Mann. Ist das Japan? Könnte es... Nee, dann ist es auch nicht... Also, ich meine... Also, das ist doch der Pazifische Ozean, an den ich jetzt gerade denke, hoffentlich. Ja, der Pazifik ist zwischen Asien und Amerika, möchte ich meinen. So, schwedische Popgruppe machen wir erstmal, das geht. Früchtebranntwein, Obstler. Scheitelpunkt ist eine Kehre, oder? Nee, gar nicht. Eher nicht so. Medizinisch Stauung, ja. Ja. Machen wir erstmal Beate. Fertig. So, die Fiedel ist die Geige. Niemand, was ja kaum einer weiß, Fidel Castro war eigentlich ein Geigenkasten. Der ist so schlecht. Gelingen. Ja. Weiß ich noch nicht. Salopp. Läppig? Nee, lästig. Nee. Lässig. Ach so, ja. Salopp ist eher lässig und nicht lästig. Atose? Nee. Betose. Sa. Pazifischer Inselstaat mit Sa. Das ist doch nicht. Was ist ein Amateur jetzt nochmal? Ein Laie. Genau. Was haben wir hier? Verbindungsstift ist bestimmt jetzt nicht Neat. Doch, ist Neat. Flinte. Ah, die Flinte. Die haben wir. So, Iba, Ibo. Ibi. Ibi, okay. Italienisch 3 ist Tre. Hetze ist Eile in dem Fall. Ah. Dann haben wir hier den Messstab. Natürlich war doch ein Lineal gewesen. Und dann hier ist der Erfolg. Und dann haben wir hier Samoa. Und dann ist das voll easy eigentlich. Und hier haben wir den Zenit. Das ist der Scheitelpunkt. Okay, dann fehlen mir ja jetzt nur noch 2 Buchstaben. Stase. Ah, so ist das nämlich. Und dann, ja, kommt auch schon das nächste Rätselchen. Asiatische Hauptstadt. Seoul passt nicht rein. Oder? Ja, genau. Bottich ist auch schön. Ist das natürlich? Dann weiß ich, das, was das schon mal für ein Buchstabe ist. Fluss durch Erfurt. Ich war schon mal, ich bin schon mal durch Erfurt gefahren, aber geflossen bin ich da noch nicht durch. Deswegen weiß ich nicht, wie ich geheißen hätte, wenn ich da durchgeflossen wäre. Verdammt. Schriftsammlung. Könnte eine Akte sein? Nee, ein Buch. Glückspflanze ist Klee. Und dann wäre das hier wahrscheinlich eher die... Dann ist das hier... Aha, okay. Ich habe den ersten Buchstaben. Ich habe ihn. Griechischer Kriegsgott. Könnte wieder fies sein, dass die das wieder mit dem Römischen verbinden. Aber der Griechische kam, glaube ich, zuerst. Und dementsprechend würde ich eher sagen, Mars ist ausgeschlossen. Deswegen... habe ich den zweiten Buchstaben wahrscheinlich ziemlich sicher. Altgriechischer Fabeldichter. Oh, ja. Ah, ist schon mal... Das,
Und französischer Gartengestalt, das ist ja Wahnsinn. Och Mann, ich mag das nicht. Sprachlaut. Ein Sprachlaut, ein Ton, ein. Nee. Autor von Faust ist natürlich Goethe. Okay. Okay, ich habe hier zumindest diesen Buchstaben. Die drei, die muss ich jetzt erstmal weglassen. Das ist der. Die fünf hatte ich, glaube ich, auch schon. Ja, Erbarmen ist. Weiß ich noch nicht. Ah, John Travolta. Pulp Fiction passt nicht rein. Schade. Führende Stimme im Jazz kennen wir ja. Lateinisch Fläche. Naja, dann ist das wahrscheinlich auch wieder so ähnlich wie der griechische Kriegsgott, nur der letzte Buchstabe ist anders. Nee, warte. Doch, ja, genau, ist dasselbe wie das englische Wort für Gebiet. So, das hier ist der Buchstabe. Ich versuche mal alles zusammenzubiegen, was ich jetzt schon habe. Ich habe nämlich alles bis auf den dritten Buchstaben, würde ich sagen. Also das ist ein Z. Okay. Prozente. Prozente. Ich würde sagen, es ist Prozente. Ich gebe mal die Sachen ein. Erstmal Taipeh. Dann Ares. Dann weiß ich eben noch nicht, wie der André da heißt, aber wir können ja mal weitergehen. Vielleicht komme ich noch drauf. Den Fabeldichter, keine Ahnung, aber ich weiß, was ein CEO ist. Ich weiß, was ein Eagle ist. Sein oder nicht sein? Wow. Dann Goethe natürlich. So, Iron Man. Huch. Ironman. So, dann haben wir hier End. Sprachlaut. Glättend. Einend? Nein. Nein, nein. Sprachlaut. Ich weiß nicht. Nee, Phon ist es bestimmt nicht. Ich überlege noch, was das sein könnte. Und der Fabeldichter, der sagt mir wirklich nichts. Äsos? Nee. Äson? Äsop, wirklich? Aha, okay, dann ist das wohl Phon. Na gut. So, Le Potre, Le Totre, Le Sotre. Le Notre. Natürlich, der Nachttyp. Oder so. Nee, Notre Dame ist was anderes. Oder? Ah, ich weiß es gerade nicht. Nee. Manchmal komme ich mit Sprachen mittlerweile durcheinander. Also ich weiß, Notte ist, glaube ich, Nacht in Portugiesisch oder so. Ja, ist ja auch egal. Verdauungsorgan ist erstmal der Darm. Wieder mal eins meiner Lieblingsthemen. Nein, Quatsch. Aristokratie ist natürlich wieder der Adel. So, dann gibt es die Stadt Ulm. Betagtes Gebäude ist ein Altbau. Andy, ja, keine Ahnung. US-Staat könnte Utah sein oder so, aber das wäre. Tada! Das würde da nicht reinpassen. Außerdem. Machen wir erstmal den Eimer hier. Milliliter ist ein ML. Und ich überlege gerade, was. Ich denke gerade an Idaho, aber das ist völlig falsch. Indianapolis? Nein, nein, nein.
einend ist es hier auch nicht und ebenend, natürlich. So, Sultanspalast ist ein Konsul. Nee, Quatsch. Satellit ist erstmal das. Englisch Osten ist East. Film mit John Travolta ist eventuell Grease. Oh Gott. So, dann haben wir hier wieder Lead. Mhm, mhm. Area, ja. So, nicht. Nicht so, anders. Genau. Der Sultanspalast, wie nennt man den? Serail, okay. Erbarmen ist Gnade. So. Schauspieler, Hans. Ja, wir kennen alle den Schauspieler mit dem Vornamen Hans. Der eventuell noch ein L an zweiter Stelle hat. Fluss durch Erfurt hilft mir immer noch nicht, aber wir haben die Akte. So, Bett in Kindersprache. Die Haia. So. Ja. Hans Blasen. Nein, das wird sicherlich nicht sein. Denn hier haben wir erstmal das. Zwischenspeicher. Sache. Nein. Zwischenspeicher. Was könnte hier ein Zwischenspeicher? Warte mal, erstmal versuche ich hier, Warhol ist es. Iowa ist das hier. Oh, jetzt bin ich endlich drauf gekommen. Okay, Hans. Nee. Nee. Ich glaube, mit deutschen Schauspielern kenne ich mich jetzt auch nicht so aus, falls das ein deutscher Schauspieler sein sollte. Was ist denn der Zwischenspeicher? Eine Wache ist es nicht. Also, ich könnte mir vorstellen, dass hier ein C reinkommt. Aber dann weiß ich auch nicht weiter. Tja. Ich gebe mal irgendwas ein. Die Lena. Nee. Okay, erstmal will ich den Fluss rauskriegen. Warte mal, wo war... Was, haben wir denn schon einen richtigen Buchstaben gehabt? Nee, anscheinend nicht. Okay. Vera... Mera, Nera, Bera, Fera, Aera, Ira, Ooi, Öra, Yra, sagt mir alles nix. Na komm, na komm. Okay, Gera. Gut. Wow. Schauspieler Hans Klarin. Sagt mir null. Sagt mir überhaupt nichts. Das C habe ich mir mehr oder weniger zusammengereimt aus dem anderen Wort. Und das I war das, was mir am meisten da irgendwie reingepasst hat. So. Bache? Nee. Eine Bache ist was anderes. Eine Lache? Nee, ist auch was anderes. Kache, Jache, Hache, Gache, Fache, Dache, Sache? Nee, eine Sache ist ja kein Zwischenspeicher. Cash, der Cash-Speicher. Oh, oh, es tut ja schon weh, wenn ich mir gegen den Kopf haue. Ja, und damit ist es mal wieder soweit. Es ist mal wieder geschafft. Wir haben unter 20 Minuten gebraucht. Das ist doch wunderschön. Und dann würde ich das auch nicht so in die Länge ziehen. Es hat mich mal wieder gefreut. Ihr wart super. Ihr habt mir vor allem nicht widersprochen. Das ist sehr lieb von euch. Und
Ja, ich würde sagen, das nächste Mal geht es dann hoffentlich im selben Tempo erstmal weiter und ich verabschiede mich dann in meinen Feierabend und hoffe, ihr habt euren auch schon und genießt ihn, nehmt euch eine schöne Tasse Tee oder so und ja, erfreut euch des Tages, Abends, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.